Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Agolos! In der letzten Folge haben wir uns diese tolle Samurai-Rüstung hier geholt, die wir gerade anhaben. Die ist rot und toll und super hübsch. Und dieses Blubberschwert hier, oder Blasenschwert hieß das, glaube ich. Das kann, also das hat zumindest doppelt so viel Damage gemacht wie unser Schwert davor. Und es macht Blasen, Leute, aber nur unter Wasser. Nur unter Wasser bläst das richtig geil die Lebensbalken der Gegner weg. Was sind das hier für Fische? Das sieht ein bisschen aus, als wenn das... wie heißen die, die alles auffressen? Piranhas, als wenn das so kleine Piranhas wären. Auch wenn die natürlich ein bisschen zu groß dafür sind. Aber so von der Schar her und so ist das ganz cool. Und wir sind auf jeden Fall in den Wassertempel. Und ja, Wassertempel sind blöd, aber umso früher wir den Wassertempel schaffen, guck mal, wir können seine Angriffe vernichten. Ha! Blub gegen Blub, mein Blub ist stärker. Ach ja. Genau, Wassertempel so. Oh Gott, hoffentlich frisst er mich nicht auf. Je schneller, hat er jetzt mehr Leben abgezogen? Ich habe nicht drauf geachtet. Je schneller wir den Wassertempel hinter uns haben, desto besser. Denn Wassertempel sind in jedem Spiel kacke. Mal gucken, ob das für Agolos auch zutrifft. Zumindest merke ich nicht so richtig merklich was davon, dass ich irgendwie träger unter Wasser bin oder so. Wirkt relativ gleich wie auch an der Oberfläche. Das ist ja immer eine Sache, die blöd ist bei Wasserleveln, ist immer, dass man da so träge drin ist. Dass man nicht unendlich unter Wasser sein darf zum Beispiel. Und dann immer komische Rätsel aller Schalterrätsel, wo man dann immer wieder dieses blöde Wasser hin und her wobbeln muss. Ich hoffe, sowas kommt hier nicht. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem großen Viech. Ah! Hallo, hallo, wie weit denn noch? Oh Gott, okay, der hat zumindest ganz viel Geld drin gehabt. Das ist doch schon mal schön. Wir haben einen riesigen Fisch vernichtet. Jetzt werden wir bestimmt bald als Held anerkannt hier bei den Wassermenschen. Oder das war deren König und die sagen so, oh Gott, wieso hast du unser König getötet? Wir hassen dich. Du darfst hier nicht sein. Wir töten dich jetzt auch. Oh, unser König lebt wieder. Gut, dass du den Bildschirm verlassen hast. Dann gibt's eine Wasserrüstung. Bin gespannt, was sie macht. Ob die auch irgendeine Auswirkung hat. Hallo, Krebs. Oh, eine Korallenrüstung für 1000. Ja, easy. Dankeschön. Die Korallenrüstung verbessert deine Verteidigung unter Wasser. Oh, nur unter Wasser. Das heißt, sie ist wirklich nur gut für das Wasserding hier. Aber die ist sogar besser als die Samurai-Rüstung. Obwohl sie an dritter Stelle ist. Ah, okay. Aber wahrscheinlich nur, weil wir unter Wasser sind. Müssen wir dann später nochmal nachgucken. Falls wir die finde ich aber nicht so cool vom Design her. Die rote fand ich besser. Wenn wir außerhalb des Wassers sind, dann können wir nochmal nachgucken, ob da vielleicht der Verteidigungswert nach unten geht. Kann ich mir gut vorstellen. Mal gucken. Aber jetzt unter Wasser ist das auf jeden Fall cool. Sowas ähnliches gab es ja auch bei Zelda. Ja, ich vergleiche das Spiel sehr viel mit Zelda, aber lasst mich. Da gab es ja auch zum Beispiel so eine Feuerrüstung, die man dann anziehen musste in dem Lava-Level oder dem Feuer-Level, damit einem da nicht zu heiß ist und sowas. Und das gibt es auch im neuen Zelda, Breath of the Wild. Da gibt es ja auch Rüstungen, die einen warm halten oder die einen kalt halten. Gibt es da welche, die einen kalt halten? Ich weiß es gar nicht. Aber es gibt auf jeden Fall welche, die welche warm halten. Hüpf. 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 Ganz schön viel Rumgehüpfe hier. Ein bisschen zu viel. Und ich werde dann dauernd runtergeschleudert von diesen blöden Gegnern hier überall. Hier, fresst meine Blubbis. Ihr doofen Säcke. Ja, auch du, du komische Muschel. Komm ich da rüber? Ja. Ich hasse das. Also, ja doch, das Movement Speed unter Wasser ist vielleicht ein ganz minimal bisschen anders. Also nicht. Man slidet vielleicht ein ganz kleines bisschen mehr unter Wasser. Aber sonst so vom allgemeinen Movement. Ist das schon relativ gleich. So, jetzt sind wir ja gerade außerhalb des Wassers. Ich möchte einmal kurz nachgucken, ob die Ausrüstung hier vielleicht ein bisschen schlechter ist. Nee. Nur weil unsere Füße jetzt noch im Wasser sind oder allgemein nicht? Das würde ich halt gerne nochmal wissen. Ist auf jeden Fall so ein Wasserviech, so ein Zora-Abklatsch. Und jetzt sind wir im Wassertempel erst. Okay. Okay, Ameisen. Wie heißen die? Wasserläufer? Das ist wahrscheinlich ein Wasserläufer. Hier gibt es ganz tolle Wasserläufer. Hier müssen wir auch wieder von beiden Seiten wahrscheinlich... Ey, yo, was? Alles klar. Flip, lass mich mal in Ruhe hier. Hier müssen wir wahrscheinlich auch wieder von beiden Seiten Sachen aktivieren, dass hier die Steine aufgehen. Obwohl, von einer Seite langt das auch schon. Da müssen wir vielleicht einfach von oben einen Stein runterschubsen oder so. So, jetzt sind wir auf jeden Fall aus dem Wasser raus. Jetzt möchte ich einmal nachgucken. Ja, okay. Also, wenn man außerhalb des Wassers ist, ist die Verteidigung nur auf 24. Gut zu wissen. Aber es langt schon, wenn nur die Füße im Wasser sind, dann ist die Rüstung schon gleich viel besser. Aber ja, wir haben ja auch auf unseren Füßen die Rüstung, von daher macht das bestimmt Sinn. Okay, Wassertempel.
Oh, aber ich sehe schon kommen, dass wir hier auch den Wasserspiegel anpassen müssen. Ja, wenn ich das hier schon sehe, Leute, mit diesen Wasserspeiern und überhaupt, hundertprozentig müssen wir den Wasserspiegel anpassen. Oh nö, da habe ich keine Lust zu. Wir können hier nach unten. Wollen wir hier nach unten, ist die Frage. Guck, der hat zum Beispiel kein Wasser, das er gerade ausschüttet, aber da kann er bestimmt. Hallo, du siehst, aber du siehst ein bisschen stärker aus als die anderen. Kannst du mir mal ein Herz da lassen? Yo, what? Could you please don't do that? Ich blubber dich tot. Damit das schon mal klar ist, wenn er mich noch einmal trifft, dann bin ich tot. Der hält voll viel aus. Ja. Kannst du mal sterben? What the hell hat der viel ausgehalten? Als ob unser Blubberschwert so schlecht ist. Und der Wasserspiegel wird angepasst. Ich hab's gesagt. So ein Scheiß. Kann mal irgendein Spiel irgendwas an eine andere Mechanik reinpacken in Wasserleveln? Mann, ey, das ist doch super nervig. Bei Zelda ist das, bei Mario ist das, bei Paper Mario ist das. Das ist einfach überall. Man kann einfach nichts machen. Spieleentwickler haben einfach keine Ideen. Hier ist ein Hai, der zum Glück relativ schnell tot ist. Ich fände noch gut, wenn wir hier voll nichts machen. Ich fände noch gut, wenn man irgendwie die Leben sehen könnte von dem Gegner. Wir haben auch leider keinen Herb mehr. Das ist blöd, vor allem für den Boss halt. Ich werde auch garantiert beim Boss noch einmal sterben. Geht mein Death Counter auf 2, Leute. Ein Glück gibt es einen Death Counter im Spiel. Das finde ich richtig cool. Da ein Leben zumindest. Da kommen wir nicht mehr hoch. Jetzt können wir hier aber hoch. Hier konnten wir, glaube ich, eben noch nicht hoch, oder? Hier sind wir einfach runtergefallen. Jetzt können wir hier rüber, den komischen Wasserläufer töten. Ohne Blubbies leider, weil unsere Füße natürlich nicht im Wasser sind. Okay, das zählt auch nicht, wenn man nur an diesem Wasserfall hier rumdüddelt. Was war das jetzt schon wieder? Egal. Das zählt nicht, dass man im Wasser ist, weil sonst würden wir hier diese Blubbies machen. Jetzt sind wir hier oben. Da oben scheint irgendwas richtig Komisches zu sein. Bin gespannt, was die Wasserfähigkeit macht. Ob wir dann im Wasser schwimmen können oder sowas? Das wäre richtig gut. Das war so klar. Du blödes Kackding! Wir haben das extra so assig hingesetzt, damit man hier nochmal rumlaufen muss. So, second try. Diesmal machen wir das aber schlauer und töten ihn einfach mit diesem, mit unserer Fähigkeit. Zack, stirb! Einmal kann ich noch. Haha, hat gelangt, okay. Jetzt nur nicht verkacken, weil sonst kann ich ihn nie wieder angreifen. Da ist ein Hai, aber der juckt mich, glaube ich, nicht. Da ist eine Kiste. Da kommen wir garantiert erst dran, wenn wir schwimmen können. Also es deutet alles darauf hin, dass wir auf jeden Fall gleich schwimmen können. Nein, ich wollte hier nicht runter. Oh Gott, jetzt werde ich sterben. Hier sind so viele Gegner. Aber der kann ja nichts. Der kann ja nur seine Blubbies machen. Okay, das war ja super einfach. Wir kriegen sogar noch ein Herz. Das ist ja super nett. So. Okay. Ja, also wir werden garantiert schwimmen können. Dann werden wir auch wieder... Das ist auch wieder wie bei Zelda. Kann der was? Ja, kann er. Was macht der? Hallo, was machst du? Irgendwie macht er gar nichts. Er leuchtet auf, wenn wir bei ihm hingehen. Ist das vielleicht einfach nur ein Schalter? Ist einfach nur ein Schalter, oder? Das ist gar kein Gegner. Ah, wir müssen die beide gleichzeitig aktivieren. Ha! Ich bin so schlau. Das ist nicht mehr normal, Leute, wie schlau ich bin. Das heißt, man darf auch gegen die Gegend hüpfen. Das ist cool. Doch, das gefällt mir. So ein Mini-Rätsel, wo auch Klein Dizzy ein bisschen nachdenken kann, aber nicht so krass nachdenken muss, dass das nicht unmachbar wäre. Finde ich schön. Ein leichtes Rätsel für Klein Dizzy. Okay, hier sind komische Stacheln. Das wird uns garantiert später noch nerven, wenn wir dann hier rumschwimmen müssen. Das wäre richtig cool. Oh Gott. Wäre richtig cool, wenn wir dann irgendwie so Flossen oder so bekommen. So, jetzt gib mir doch endlich mal meine Fähigkeit hier, meine Wasserfähigkeit. Ich muss schließlich zum neuen Avatar werden. Oh Gott, nein, ich hab keinen Bock auf diese Zora-Dinger hier. Von warum hassen die mich so? Jo, schieß doch noch weiter, bitte. Aua. Okay, das langt. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht. Hilfe. Oh, ich muss ihn vor allem mit meinem Schwert treffen, damit ich Magie aufladen kann. Das ist natürlich blöd. Nur die Blubbies langen nicht. Wir sind gleich tot und wir haben noch nicht mal den Schlüssel gefunden. Warum sind die Sora gegen uns? Wieso greifen die uns an? Hier können wir noch nicht lang. Alles klar, weiß ich Bescheid. Aber wir müssen doch jetzt lang das... Oh, da ist die Tür. Jetzt brauchen wir nur noch einen Schlüssel. Hier geht's tief bergab. Holy shit. Nicht, dass unser Kopf gleich platzt, weil wir so weit unten sind. Da wird der Schlüssel drin sein. Ja,
aber erstmal sterbe ich hier. Ich hätte nicht rausgehen sollen. Ich muss mich auf jeden Fall einmal kurz heilen. Wir haben so einen großen Trank, der uns 10 Herzen heilt. Ist eigentlich viel zu viel, voll der Overkill hier. Aber ich will das nicht alles nochmal machen. Vorhin, ich habe einfach nicht gespeichert. Ich weiß nicht, wo ich gespeichert habe das letzte Mal. Wir müssen näher an ihn ran, damit wir... Oh Gott, bitte schick mich nicht in die nächsten... Danke. Ja, der Wasserelementring. Damit kannst du schwimmen. Kraft des Wasserrings. Drücke nach unten und Element-Taste, um zu springen. Hui. Wir können gar nicht schwimmen damit. Die Blase gibt dir 5... Was? Was gibt die mir? 5 Sprünge? Oder was? Nutze die Blase, um beliebig unter Wasser zu springen. Ah ja. Aber was stand denn mit der 5? Man kann die Blase zerplatzen. Das ist nett. Blase zerplatzen lassen. Warte, was stand da jetzt mit diesen 5 Sekunden? Ah, man kann schweben. Das habe ich auch nicht mitbekommen. 5 Verteidigungspunkte. Ah, okay. 5 Verteidigungspunkte. Okay, unser zweiter Ring auf jeden Fall. Den muss ich aber erstmal checken, Leute. Ich habe vor allem keine Magie mehr. Oh shit, jetzt muss ich den hier angreifen, damit ich Magie bekomme, ey. Komm, gib mir 3 Magie, danke. So, kein Bock mehr auf dich. Und dann nach unten und Magieattacke, ne? Ja. So, und jetzt können wir so oft hüpfen, wie wir wollen. Ja, das ist ja nice. Okay, wir brauchen immer noch... Ja doch, das ist nice. Wir brauchen aber immer noch nach unten Magieattacke. Ein Schlüssel. Das ist cool. Warte, und dann konnte man nach unten drücken und dann nochmal Magieattacke und dann macht er diese Blub-Attacke. Ja, okay, habe ich verstanden. Aber weil wir die Blub-Attacke jetzt eingesetzt haben, haben wir keine Magie mehr. Das kostet anscheinend auch Magie. So, ihr gebt mal Magie. Nein, 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 lass mich. Ich brauche Rüstung. So, was machst du jetzt, hä? Der hat einfach meine Blubi kaputt gemacht. Ich fasse es nicht. Macht er einfach meine Blubi kaputt. Was haben wir hier? Oh, da waren wir schon drauf. Ach so, jetzt sind wir wieder hier. Wo waren wir denn noch nicht, wo wir noch nicht hingehen konnten? Wo waren wir noch nicht, wo wir noch nicht hingehen könnten, wo wir aber jetzt mit dem Blubi hingehen können? Hier oben wahrscheinlich, oder? Blubi-Attacke! Spürt meine Blubi-Attacke! Hier waren wir aber auch schon. Ja, hier war dieser blöde Käfer. Ja, okay, Blödkopf. Wir können jetzt auf jeden Fall auch an diese Kiste daran. Da wird aber garantiert auch nichts richtig Tolles sein. Ah, okay, wenn man einmal getroffen wird, dann ist gleich die... Dann ist gleich die Blubi kaputt. So, jetzt gib mir endlich die Kiste. Da ist tatsächlich der Schlüssel drin. Willst du mich verarschen? Ich dachte, da wäre vielleicht ein bisschen Gold drin, aber nope, da ist einfach das Wichtigste drin, was wir gerade brauchen. Gut, dann war es genau das. Dann können wir wieder nach unten und... wo war denn das jetzt? Oh, hier die Tür aufmachen. Oh Gott. Ich weiß nicht. Wir haben nur noch ein Magie-Ding. Müssen wir auf jeden Fall hier einsetzen, sonst verlieren wir hier übelst viele Leben. No! Jetzt kann ich doch nichts mehr machen. Ich habe keine Magie mehr. Oh shit. Hilfe. Okay, wir müssen irgendwo Magie uns wiederholen. Hallo, ich brauche deine Magie. Danke und tschüss. So, next try. Wir haben 2 Versuche. Okay, aber einer langt schon. Und jetzt geht das Wasser nach oben, natürlich, aus dem blöden Fisch raus. Schöne Sache. So, au. Au, zieht zum Glück nicht so viele Leben ab. Einfach in alle Stacheln rein. Mir doch egal, ich habe ja noch 1,5 Leben. Oh, nö. Wie soll ich denn mit einem Dreiviertelherz den Boss besiegen, wenn er gleich kommt? Ich hoffe, wir können noch einmal davor speichern, sonst wäre das richtig blöd. So, jetzt können wir hier auf jeden Fall ganz nach oben und hoffentlich nicht sterben. Und jetzt hoffe ich links, rechts, geradeaus. Da ist noch eine Truhe auf jeden Fall. Bitte ein Herz. Ja, so ein Herbding. Okay, dann waren wir da unten schon, ist die Frage. Ich glaube nicht. Aber ich gucke erstmal auf der rechten Seite. Dann haben wir wenigstens... Naja, ein Versuch. Ich hätte trotzdem noch gerne eine volle Heilung. Ein Speicherpunkt, komm schon, gib mir einen Speicherpunkt. Was ist da? Man weiß es halt nicht. Kann man auf diesen grauen Dingen sein? Ich, keine Ahnung. Ich werde hier garantiert sterben. Okay, wir müssen hier auf jeden Fall hin. Hier haben wir noch ein Blubi. Oh shit. Okay, komischer Hai, komm her, ich brauche dich. Und wehe, du tötest mich. Ah, wenn er mich einmal hittet, bin ich doch tot. Oh Gott. Okay, ich muss ihn mit meinem Herz, mit meinem Schwert hitten. Oh nein. Toll, da ist mein Herb schon wieder weg und er heilt vor allem nicht voll. Mann, ist das nervig. Okay, so. Blubi einsetzen. Blubi gleich wieder verlieren, da ist einfach nur Geld drin.
Den kann man angreifen, damit wir wieder ein bisschen Magie bekommen. Und jetzt ist die Frage. Können wir, wenn wir hier hoch blubbern? Nee, wir kommen da trotzdem nicht hoch. Was gibt's hier? Hier waren wir aber schon, oder? Bin mir ziemlich sicher, dass... Ja, hier waren wir schon. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nach rechts. Okay. Oh Mann. Nein. Oh, ich hasse alles. Ah, ich komm da gar nicht hoch. So, dann müssen wir auf jeden Fall hier nach rechts. Ich habe jetzt leider keine Magie mehr und der Typ da wird mich garantiert töten. Ah! Nein, was macht ihr denn hier alle? War ich hier schon? Ja, wahrscheinlich. Ich muss wahrscheinlich da oben lang. Aber ich habe jetzt keine Magie mehr. Ist hier unten vielleicht so ein nettes Viech? Nee, auch nicht. Oh Mann, ich habe keine Magie mehr. Ich habe keine Leben mehr. Hm, so, zwei Magie. Ah, das wäre viel schlauer gewesen, den einfach von hinten anzugreifen. Dann habe ich nämlich keine Probleme damit, ihn zu treffen. So, wir müssen auf jeden Fall hier hoch. Kannst du bitte einfach weggehen? Da komme ich auch nicht hoch. What? Wo muss ich denn jetzt hin? Okay, gar kein Plan, Leute, was ich jetzt machen soll. Ah, hier ist noch ein Schlüssel oben. Okay. Wo hatten wir denn noch eine Tür, wo wir einen Schlüssel brauchen? Okay. Ein unverhoffter Schlüssel haben wir bekommen. Ein unverhoffter Schlüssel. Ja gut, also. Damit mache ich natürlich, ist auch ganz klar, was ich damit mache. Ich mache Sachen damit. Und zwar, wo war denn noch eine Tür? Hä? Ich glaub, ganz rechts war noch eine Tür, oder? I don't know. Verfluchte Wassertempel, wo man immer nicht weiß, wo man überhaupt hin muss. Aber wenigstens kann man hier die... Wenigstens kann man hier die Schalter immer nur in eine Richtung verwenden. Und nicht, dass der Wasserspiegel auf und ab gehen muss. Ja, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Das ist ja schon mal positiv. Dann ist man nicht so ganz aufgeschmissen. Doch, ich glaube, wir sind schon mal hier von oben hingegangen, oder? Ich weiß nicht. Ich gehe hier einfach nochmal hin. Mal gucken. Mal gucken, was oben auf uns lauert. Ob da vielleicht noch irgendwo ein Schlüssel benötigt wurde oder so. Ah, ja doch, hier. Hier mussten wir auf jeden Fall noch lang. Das habe ich schon wieder vergessen, dass hier auch noch dieser Part war. Wir dürfen einfach nirgendwo gegenknallen und dann ist alles cool. Wenn jetzt noch ein Schlüssel drin ist. What? Jetzt habe ich drei Schlüssel einfach hier gefunden. Ich habe noch zwei zum Benutzen. Huch. Hier komme ich auch gar nicht mehr vorbei. Ach so, das hat sich zurückgesetzt. Okay, höchst interessant. Das Rätsel da hat sich zurückgesetzt. Wir haben noch einen Schlüssel. Jetzt haben wir zwei Schlüssel, aber keine einzige Tür, wo wir sie einsetzen können. Oder zählen die zwei Schlüssel jetzt für diese zwei Steine, die da waren? Dass man da einfach zwei Schlüssel brauchte. Ich schau nach. Ganz offensichtlich nicht. Oh, wir können die Dinger auch nach oben machen. Wenn wir uns nach unten... Wenn wir uns ducken, dann macht er diese Blubbis nach oben. Ja, aber ich habe zwei Schlüssel. Was soll ich denn mit diesen Schlüsseln machen? Los, geh da durch. Ich habe zwei Schlüssel. Wo soll ich die einsetzen? Ich weiß es nicht. Auf den Dingern hier kann ich auch nicht stehen. Nee. Also da unten ist auf jeden Fall der Boss, das ist ja wohl schon mal klar. Aber wie komme ich da hin? Ich glaube, ich war da rechts noch nicht, aber da ist eine Tür. Aber wie komme ich denn da hin? Leute, ich weiß jetzt wie. Und zwar müssen wir einfach unsere Blubberbläse in der Attacke einsetzen. Und wir können ja, wenn wir gedrückt halten, hier einfach rüberschweben. Das hatte ich natürlich vergessen, dass das die Blubberblase auch noch kann. Hätte ich das mal vorher gewusst. Ach, wir sind immer noch unter Wasser. Ich dachte halt, die Blubberblase kann nur was unter Wasser, aber nope, Leute. Ne, wir sind hier auch nicht unter Wasser. Das kann sie auch außerhalb. Die kann auch einfach außerhalb vom Wasser Blubberbläschen sein und hat trotzdem noch ihre Fähigkeiten. Also mir gefällt auf jeden Fall die Blubberbläschen-Fähigkeit gerade mehr als die Erdfähigkeit. Halt einfach nur, weil sie auch mehrere Anwendungsgebiete hat. Und hier ist der zweite Schlüssel. Gut, wir haben ganze 1,5 Herzen, Leute. Das wird richtig gut. Okay, was muss ich denn hier bloß machen? So, pow! Easy peasy. Okay, jetzt geht das scheiß Ding da auf. Ich hoffe einfach, wenn wir da lang gehen, dass bitte, 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 bitte nochmal ein...
ein Speicherpunkt da ist, der mich zumindest einmal voll heilt. Klar, wir haben jetzt keinen Hör, das ist sehr blöd für uns. Dadurch muss ich den Boss halt mit einem Leben schaffen. Aber passt schon, ich habe auch keine Heilung leider mehr, also ich habe keine Tränke. Ich könnte natürlich in die Stadt nochmal gehen, in die Wasserstadt. Aber das ist so weit weg, Leute, und ich bin ein fauler Typ. Geil, mit einem Herzen den Boss besiegen schaffe ich easy, Leute. Das schaffe ich easy. So, jetzt kommen wir hier auf jeden Fall durch. Wehe, da ist gleich der... Nein, es kommt gleich der Boss. Oh, nö. Oh, nö, dann so ein Kraken. Oh Gott, was macht der? Okay, wir gucken uns an, was er macht. Er schießt Sachen. Sterbt, sterbt, sterbt. Ich habe keine Lust auf euch. Nope, 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 nope. Ich habe keine Lust auf euch. Nope. Oh Gott, ich werde hier in der Ecke eingesperrt. Okay, die können anscheinend nichts. Oh, doch, sie können was. Warte, wir setzen hier das ein. Und dann gehen wir hier weg. Und dann machen wir nochmal das. Okay, wir müssen also irgendwie zu ihm hochkommen. Und dann sterben wir. Okay, also es ist klar, was man bei ihm machen muss. Man muss einfach seine Blubberbläschen-Attacke einsetzen. Dead. 2. Und man verliert immer ein bisschen Erfahrungspunkte, wenn man stirbt. Das ist mir letztes Mal auch schon aufgefallen. Dann hole ich mir doch nochmal kurz einen Herb. Guck mal, Leute. Hier ist ein Geheim irgendwas. Mal gucken, wo wir hier rauskommen. Da ist ein Dude, der uns bestimmt ein Herzteil gibt. Oh, ich bin ein elektrischer Aal und ich bin erschöpft. Ich brauche ein wenig Energie, um in die Gänge zu kommen. Energie, 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 Energie. Ich habe leider noch keinen Strom, irgendwas. Tja, dann gibt er uns wohl bisher noch nicht seinen Kram. Okay, hier komme ich garantiert auch nicht vorbei, ohne Schaden zu bekommen. Mann, ey, dieses Spiel. Mann, ey. Hallo. Jetzt ist aber genug hier. Aua, mir doch egal. Damage ist toll. Meine Güte. Danke, das war so geplant, damit ich hier hochkomme. Damage Boost nennt man das in Fachkreisen auch. So, hallo Städtchen, ich hätte richtig gerne einmal mehr Magie, das ist schon mal schön. Wenigstens ein Magie mehr. Ja, das kostet ja auch nichts. Danke für das Herb-Ding, so ein Ding nehme ich auch mit. Und den kleinen Trank nehme ich auch gleich noch mit, warum nicht? Du besitzt bereits einen Trank, man darf nur einen Trank haben, alles klärchen. Hey Leute, mit so wenig Schaden wie nur ging, bin ich jetzt hierher gekommen. Okay, unsere Magie ist auch voll. Wir haben Herb, wir haben einen Trank. Also wenn das jetzt nichts wird, dann weiß ich auch nicht. Ich habe auch noch einen Speicherpunkt entdeckt. Scheiße, man soll vielleicht nicht in den Dingern drinstehen. Aber schon klar, was man machen soll, ne? Man soll einfach hier hoch und dann ihn die ganze Zeit angreifen. Stirb! Oh, was macht er denn jetzt? Warum macht er denn noch andere Sachen? Oh, jo, was? Er verdoppelt sich und alles! Stop that! Wie soll ich denn den so jemals kriegen? Oh, mach doch nicht sofort meine Blase kaputt. So ein Bastard, jetzt ohne Witz. Lass mich doch mal in Ruhe. Okay, der ist super assig. Boah, was macht er denn alles? Okay, erstmal nur ausweichen. Geht ja halt gar nicht. Mann, das ist so nervig. Man kommt ja gar nicht an ihn ran. Okay, das ist anscheinend nicht. Das ist nur eine Fata Morgana, die das eine Ding. Alter, ohne Witz, hier, nimm das. Und nimm das. Und ich habe keine Dinger mehr. Okay, wir greifen jetzt einfach sein Kram hier an. Kannst du mich in Ruhe lassen mit deinem Kram? Und dann machen wir einmal so, dann machen wir alles kaputt und ich bin gleich tot. Ich krieg den nicht hin, Leute. Gut, einmal heilen. Das wird nichts, Leute. Der ist ja richtig anstrengend. Inventar. Heil. Ja. Wenigstens wieder volle Leben. Wär mein Schild instant da, dann ist okay. Aber so? Da, hier, friss das. Ich greife ihn jetzt einfach die ganze Zeit nur noch mit meiner nach unten Attacke an. Hier. Ich habe keine Magie mehr, weil es mich 2 Magie kostet, meine Blubbiblase aufzuladen und sie dann einzusetzen. Ja, ich habe jetzt keine Magie mehr, deswegen kann ich meine Blubberblase nicht einlösen. Oh, stirb. Scheiße. Komm, gib mir dein Kram hier, danke. Es war so, dass ich am besten nicht getroffen werde. So. Das ist so nervig, was er alles macht. Aber anscheinend seine Fata Morgana da, die macht wenigstens keinen Schaden. So, wir müssen auf jeden Fall noch ein Teil treffen. Doch, macht sie! Oh, die kann man noch angreifen. Oh, das wusste ich nicht. Also sein Fake-Bild, da kann man auf jeden Fall angreifen.
Concentration. Das Teil kann man aber nicht angreifen. Mann, es kommt so viel Scheiße hier an, das ist doch nicht mehr normal. Der verliert einfach keine Leben. Ah. Hilfe! Ja, ich verrecke. Ich kann ja gar nicht richtig ausweichen. Vor allem, es kommt einfach von allen Seiten irgendeine Kacke. Ich kann doch nicht 5 Tasten gleichzeitig drücken, um das hier alles zu machen. Boah, ist das kacke. Was ist, wenn ich jetzt Continue sage? Wo packt er mich hin? Bei meinem letzten Speicherpunkt? Nö. Okay, Leute, einmal restartet, weil ich habe keine Lust, jetzt die ganze Zeit Herbs neu zu kaufen. Und so, das ist blöd, Leute. Also eigentlich, ich habe jetzt 3 Tode, das Spiel wird aber weiterhin zählen, dass ich nur 2 Tode habe. Aber das ist mir zu blöd, Leute. Dann müsste ich immer wieder in die Stadt zurücklaufen, mir einen Herb holen. Gäbe es eine Funktion, dass man da sich immer wieder hin teleporten kann, dann wäre okay. Dann würde ich auch immer wieder Geld dafür ausgeben. Das kostet ja jetzt nicht so viel. Aber so ist mir das zu blöd, Leute. Immer wieder hin und her zu laufen. Da mache ich nicht mit. Ohne Witz. Okay, aber das ging ja, lief ja schon mal besser als beim ersten Versuch wieder. Hab zumindest rausbekommen, wie man den zumindest ein bisschen Schaden machen kann. Der hat trotzdem übelst wenig Schaden nur bekommen. Aber so irgendwie wird das funktionieren. So, hallo, komischer Dude, ich bin wieder da. Wir können ihn noch einfach so angreifen. So ist es nicht. Wir können auch... Ne, können wir nicht. Wir können ihn noch mit unserer Erdfähigkeit angreifen. Mann, kannst du mal aufhören damit? Alles klar, hier, friss das und das. Ich setze jetzt einfach immer nur meine Blubby ein, um ihn dann so anzugreifen. Das ist aber... Man muss so viel gleichzeitig machen. Das ist nicht normal, Leute. Das ist nicht normal für einen Boss. Vielleicht waren die 8-Bit-Spiele damals aber auch einfach nur schwer. Dass man die einfach gar nicht schaffen sollte. Es kommt so viel Kram an! Wäre wenigstens die Fata Morgana so, dass die einen nicht schaden könnte. Aber sie kann einen schaden. Das ist so assig. Aber erst nach einer Zeit. Also sie manifestiert sich irgendwann einfach nur. Ganz am Anfang noch nicht, wenn die so rumblinken. Also man hat schon die Zeit... Zumindest theoretisch auszuweichen. So. Jetzt frisst er hier mal ein bisschen Damage. Oh Mann, jetzt habe ich doch keine Magie mehr, du Arsch! Trifft er sich selber mit seiner Kugel? Nee. Na, dann halt nicht. Ich schieße eine blöde Kugel auf dich, hahaha. Und der musste ausweichen und dann musst du aber auch noch gucken, wo die ganzen blöden schwarzen Dinger hingehen. Und dann habe ich auch noch ein komisches Viech, das sich irgendwann manifestiert. Und auf den musst du auch noch aufpassen, lalalala. Und um mich anzugreifen, musst du natürlich 2 Magie einsetzen. Ja, ja, ganz normal. So funktionieren die Bosse hier heutzutage. Ganz normal. Das ist ja schwerer als Dark Souls hier. Okay, aber das kriegen wir wohl hin. Wir haben noch einen Herb, Leute. Das läuft gerade richtig gut. Boah, ja, okay. Jetzt ist er in seiner zweiten Phase. Ist okay. Kann ich vollkommen mitleben. Stirb, 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 stirb. Ich habe keine Lust auf dich. Ich habe keine Lust auf dich. Ich habe keine Lust auf dich. Wir haben immer noch unseren Herb. Er hat nicht mehr viele Leben. Sollte eigentlich gut gehen. Ja, jetzt dreht er völlig durch. Jetzt dreht er wirklich völlig durch.
Soll trotzdem gut gehen. Komm, das haben wir geschafft. Das haben wir geschafft, das haben wir... Ja! Mein Gott, ich brauch dir nicht mal das Hörp. Haha! Ich hätt's auch so geschafft. Woo! Aua, oh, die Dinger treffen einen trotzdem noch. Oh, danke. So ein Bastard, ey. Okay, der war schon viel schwerer als der erste Boss. Alter, da hat man schon so viele Leben, aber das Hörpad hatte ich diesmal wirklich nicht gebraucht. Guck mal, Blubberbläschen, das machen wir kaputt. Okay, zweites Element. Holy shit. Ja, das Wasserelement ist mein! The power of water is yours! Okay, cool, damit haben wir das Wasserelementar. Dann werden wir jetzt, keine Ahnung, was jetzt als nächstes kommt. Wir werden wieder zum Seher gehen und der wird uns sagen, wo wir hin müssen. Ja, irgendwie so. Wahrscheinlich oben... Wir haben keine neue Fähigkeit bekommen. Ach doch, wir haben jetzt diese Blub-Fähigkeit. Damit können wir bestimmt irgendwas Tolles machen. Aber ja, das war der Wassertempel. Ich hoffe, die Folge ist nicht allzu lang. Ich glaube, ich kann einiges rausschneiden. Und ja, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst ein Like da. Und ansonsten, wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, auch ein Abo. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, die Bosse werden jetzt nicht immer schwerer und schwerer. Der Boss war schon blöd. Aber wird auf jeden Fall besser. Das finde ich ganz gut. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Euer Blubby Dizzy.